Gehen wir aber zu unserem Basispaket. Das ist die Hermes Mixbox. Hier haben wir eine Art Gitterbox, wo die Reinigungsmittelbehälter sowie der Behälter für den nachhaltigen Schutz drin installiert sind, mit einer Chemiepumpe, damit wir hier die Reinigungsmittel und das Schutzmittel dementsprechend fördern können. Wir haben hier zum Beispiel folgende Eckdaten von der Chemiepumpe, die natürlich auch bei der Kombibox mit installiert ist. Unsere Pumpen bringen also bis 30 Bar. Das ist relevant und absolut entscheidend, weil wir mit 8 mm Schläuchen arbeiten. Also der Chemieschlauch ist bei uns dann Innendurchmesser von 8 mm und das ist wirklich relevant. Wir gehen bewusst nicht auf 10 oder auf 12 mm, weil wir dann zu viel Material in der Schlauchlänge drin stehen haben. Und man muss sich immer vorstellen, wenn ich jetzt wechsle von HF1 auf HFS, habe ich immer noch die 50 Meter oder 100 Meter Schlauchlänge, wo das Material jetzt drin steht, das normal dann wieder zurückgefördert werden muss in den, in den Chemiebehälter. So, und man muss sich vorstellen, bei einem 8 mm Schlauch, 8 mm Innendurchmesser, habe ich natürlich auf einer 50 Meter Länge einen gewissen Druckverlust, der natürlich nicht ganz unerheblich ist. Und deswegen haben wir hier eine Chemiepumpe, die auch 30 Bar drücken kann, damit ich auch hier mit 100 Meter Schlauchlängen arbeiten kann. Und ich kann auch in die Höhe gehen bis 20, 30, 40, 50 Meter. Das ist also alles kein Problem. Pro 10 Meter Höhenunterschied habe ich einen Bar Druckverlust. Und mit dieser Pumpe kann ich das optimal kompensieren, sodass ich hier wirklich jede Baustelle oder wirklich auf jeder Baustelle damit arbeiten kann. Ja, gehen wir mal hier ganz grob in die Parameter ein. Wir haben ein Leergewicht von 160 Kilogramm. Die Abmessung ist ähnlich wie eine Europalette. 1304 mm mal 941 mm und die Höhe ist 1366 mm. Das ist das Basispaket. Wenn ich von Paketen spreche, da ist natürlich auch das sämtliche Zubehör immer mit dabei. Wenn wir einen Neukunden haben, ist es natürlich für uns sehr, sehr wichtig, dass dieser auch mit Auffangwannen arbeitet, dass das Schmutzwasser hier auch wirklich aufgefangen wird. So, und die Auffangwannen, die sind natürlich bei uns relevant. Allerdings fehlt bei diesem Paket die Schmutzwasseraufbereitungskomponente. Das liegt natürlich immer daran, was habe ich für ein Budget, wo ich mitarbeiten kann, was kann ich investieren. Wenn ich jetzt das Basispaket auf das Basispaket gehe und sage, okay, ich möchte erstmal mit dem Basispaket anfangen, da sind natürlich sämtliche Lanzen, wie wir sie hier sehen, mit enthalten, sämtliche Schläuche, die ich brauche für den ersten Start, natürlich auch die Schmutzwasserauffangsysteme, die Matte, sowie die Abwasserpumpe. So, und damit kann ich also mal die ersten Gehversuche machen, ich kann die ersten Fassaden reinigen, ich kann das Schmutzwasser auffangen. Was ist aber dann mit dem Schmutzwasser? Das ist hier die große Frage. Das Schmutzwasser müsste dann in einen IBC, also in einen 1000 Liter Behälter oder einen 640 Liter Behälter reingefördert werden, was dementsprechend entsorgt werden muss. Das kann man einmal über einen Fachentsorger machen oder man holt sich hier eine Einleitgenehmigung in der eigenen Betriebsstätte zu Hause, sodass man dann das Schmutzwasser mit nach Hause nehmen kann und dort entsorgen kann. Das ist natürlich sehr aufwendig, weil je nachdem, was ich dafür eine Baustelle habe, fällt auch mal mehr wie 640 Liter Schmutzwasser an oder mehr wie 1000 Liter Schmutzwasser an. Das kommt hier immer drauf an, was mache ich gerade für eine Baustelle. Ich fange an Schmutzwasser bei einer Putzfassade, die offenporig ist, die stark saugend ist, fange ich ca. 30% von dem Schmutzwasser, was ich oben drauf sprühe, fange ich unten auf. Habe ich beispielsweise eine Fassade, die gestrichen ist, fange ich 50-60% von dem Wasser auf, weil die Fassade hier nicht mehr saugend ist. So, habe ich eine Metallfassade in der Industrie, fange ich ungefähr 90% vom Wasser auf. Das sind so die Unterschiede in den Fassadenarten.